Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Random. Als allererstes erstmal fette Story wegen gestern, wegen dem Plants vs. Zombies Video. Das war, ich habe keine Ahnung, was das war, einfach Standbild, keine Ahnung. Also, wie man es sicherlich gemerkt hat, die Tonspur hat einwandfrei funktioniert. Ich weiß nicht, warum es da nicht gestoppt hat. Also, das Video an sich war da irgendwie einfach gestoppt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, keine Ahnung, dauerhaft zu sein will. Ich hoffe mal natürlich nicht, aber ich habe vorhin eine Runde LOL aufgenommen und da war das Video, was ich jetzt auf dem PC habe, einwandfrei. Und beim Plants vs. Zombie Video habe ich halt erst im Nachhinein gemerkt, hat das halt in der Mitte gestoppt. Das, was heißt in der Mitte, relativ am Anfang. Aber der Anfang ging halt, deswegen, ja, und ich habe nichts großartig dran bearbeitet, deswegen habe ich es halt nicht gemerkt. Also der Anfang hat funktioniert, deswegen, ja, warum nicht? Einfach mal hochladen und dann hat es einfach gestoppt. Das war komisch. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, woran das jetzt eigentlich lag. Also ich habe die Befürchtung, dass es am Spiel lag tatsächlich, weil es mir noch nie passiert. Das ist einfach, also dass man die Aufnahme abschmiert, dass ein bestimmtes Spiel mit meinem Aufnahmeprogramm nicht zurechtkommt, okay. Aber das ist mittendrin. Also vor allem, dass es mir weiter anzeigt, ich nehme auf, aber dass dann einfach Standbild ist im Video, das hatte ich noch nie. Also keine Ahnung, wie ich das beheben soll. Das ist ein Fehler, den habe ich auch noch nie irgendwie von jemand anderem gehört. Also total komisch. Also ich habe das auch, als der erste Kommentar da kam, hä, Standbild und so, habe ich mir auch gedacht, ey, what the fuck, wieso Standbild, was? Und ja, dann war auf jeden Fall komisch. Games of War. Sicherlich viele, die bei mir in der Steam-Freundesliste sind, haben schon gemerkt, ja, das spiele ich in letzter Zeit ab und zu öfter. Ich spiele es halt vor allem deswegen so oft, sagen wir mal, da ich es meistens so zwischen den LoL-Games, also League of Legends Ranked-Games, da ist man immer in der Champion-Phase und Ladebildschirm und so, und das kann mal bis 5 bis 10 Minuten dauern, bis da mal ein Game startet, ja. Und sich irgendwie da die Zeit zu vertreiben. Klar, meine Browser-Games, Hero Zero, Webvideos, da shakes and fidget, alles ganz klar. Aber während ich diese Browser-Games zocke, zocke ich meistens das Spiel. Und eben während ich auch noch andere Games zocke, so in diesen Pausenphasen, wie gesagt, bei LoL oder so, habe ich es halt meistens offen. Und deswegen bin ich oft in-game, aber meistens, oder kann auch sein, wenn es offen ist, dass ich es entweder vergessen habe zu schließen, ne? Oder dass ich halt, ja, gerade LoL spiele oder irgendwie was anderes spiele und dann eigentlich gar nicht das Spiel spiele, aber ich habe es halt immer noch offen, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal das Spiel neu zu öffnen, wenn ich kurz in LoL Champion Pick oder so bin. Deswegen spiele ich das so in Anführungszeichen häufig. Ich sag mal, 40% der Zeit, wo ich das Spiel offen habe, spiele ich gar nicht wirklich, ja. Genau, ist leicht irreführend, deswegen gehe ich meistens auch offline, wenn ich das Spiel starte, damit das keine Verwirrung stiftet, ja. Genau. Jo, dann kurz zum Spiel. Es ist relativ einfach. Es ist eine Art Handygame für PC, ja. Und genau, fangen wir mal hier an. Ich bin in der Gilde Broken Ship. Da bin ich vom Rank her Spirit, ist aber nicht so wichtig. Ich bin Level 62, hat ziemlich lange gedauert. Also ab Level 50, sage ich mal, geht es relativ langsam. Bis Level 20, das schaffst du in 3 Stunden. Und dann dauert ja alle 10 Level Minimum 5 bis 10 Stunden. Also das ist schon viel. Und ja. Genau, hier diese Mana-Gems, die kann man verteilen, das erkläre ich euch jetzt alles gleich noch, das macht jetzt für euch wahrscheinlich noch gar keinen Sinn. Jedenfalls, Bonus of Mana Storage ist so, wie ihr es hier seht, wer sich damit auskennt, kann sich das anschauen, wer nicht, dem wird das jetzt eh nicht viel sagen. Dann Charakter kann man hier noch umgestalten, theoretisch, ja, aber ich finde den, wo ich habe, ganz cool eigentlich. Und ja, gibt es jetzt so viele verschiedene, ich finde den ganz nett. Da gibt es natürlich noch in weiblicher Form, aber naja. Wer will einen weiblichen Löwen spielen, ne? Genau. Custom kann man hier auswählen. Ja, finde ich, sieht das eigentlich ganz chillig aus hier. Kann man den Helm auch noch an- und ausstellen. Sind aber nur so Nebensächlichkeiten, die haben mit dem Spiel an sich eigentlich nicht so viel zu tun. Das hier ist das Erste, was mit dem Spiel wirklich was zu tun hat. Und zwar die Waffe auszuwählen. Ja, und ich habe den Silent Knight vom Weihnachtsevent. Deal 8 Damage to the Last Enemy and Silence Them. Das ist meiner Ansicht nach die beste Waffe. Der hier ist noch nicht ganz schlecht, der Staff of the Magus, die 10 Damage randomly split among enemies, der ist noch ganz nett, aber ich finde den, wo ich gerade ausgerüstet habe, momentan zumindest den besten. Genau, und da ihr euch sicherlich nichts drunter vorstellen könnt, was ich jetzt gerade gelabert habe, fangen wir mal hier Invade, treffen wir jemanden an. Das ist ein bisschen irreführend, man kämpft nicht wirklich gegen einen anderen Spieler, ja.
Oh, der ist Rang 5. Also es hat jetzt, ich glaube, vor 2 Tagen eine neue Season angefangen. Also jede Woche ist es sozusagen eine neue Season. So ähnlich wie in Hearthstone, nur nicht jeden Monat, sondern nächste Season. Jede Season. Jede Woche neue Season, so rum. Und ja, genau, das kostet halt Geld. Da konnte man noch die Truppen auswählen. Das würde jetzt aber auch nicht so viel Sinn machen, das zu erklären, wenn ihr noch gar nicht wisst, was Truppen überhaupt sind. Und jo. Genau, und wie gerade schon gesagt, man spielt nicht wirklich gegen andere Spieler. Das hier ist jetzt ein Computer sozusagen. Und das sind aber die Truppen ausgewählt vom Spieler. Also das sind die Truppen, mit denen er mich theoretisch auch angreifen würde. Also die hat er schon selbst ausgewählt, aber der Computer spielt für ihn, weil ich den halt jetzt angreife und der kann sich ja nicht verteidigen, wenn er gar nicht online ist. Ne? Geht er nicht. Und das ist das Einzige, was ich im Spiel auch nicht so gut finde, dass man nicht wirklich PvP spielt. Ja? Aber Computer ist sowieso schwieriger. Und genau, der Sinn ist, man hat es jetzt gerade gesehen, hier die 3 in einer Reihe zu machen und davon kriegt man so Mana-Effekte. Ja? Was bringen die Mana-Effekte? Das ist ganz einfach mal die Fähigkeiten. Jede einzelne Truppe hat eine Fähigkeit und die kann man eben auslösen, wenn dieser Kristall hier voll ist. Ja? Und der füllt sich, indem man, wie gesagt, diese 3 Gems in einer Reihe matcht. Wenn man 4 Gems oder mehr in einer Reihe matcht oder in so einem hier 2, oder sagen wir mal so, ja, sagen wir es mal hier, also wenn die 2 gleich sind, hier jetzt auch noch ein gelber wäre und der auch gelb ist er ja, also wenn der hier auch noch gelb wäre und ich den so rüberziehen würde, dann wäre das so ein 6er, das wäre auch so ein Extra Turn. Und ja, da ist man halt einfach nochmal dran und ja, mehr hat es auch gar nicht Sinnvolles, genau. Aber man ist nochmal dran, das ist ziemlich nice. So, und dann geht es halt vor allem darum, dem Gegner nichts zu schenken, wie das zum Beispiel. Das Rote hätte ich eigentlich gebraucht von der Mana-Farbe her, weil die Tante hier braucht Rot. Die 8 Damage to an Enemy, gain 1 Soul. Ja, hätte der aber den Totenkopf bekommen. Jetzt hat er das gemacht, weil er Rot braucht. Und ja, jetzt habe ich den Totenkopf bekommen. Easy peasy. Und genau, Totenköpfe ist gleich das nächste. Macht halt so viel Schaden, wie hier Angriff steht. Und es greift immer der erste Held den anderen ersten Helden an. Man kann nicht mit dem ersten den letzten angreifen, man kann nicht mit dem ersten den zweiten angreifen und den dritten. Geht nicht, das geht nur mit Fähigkeiten, die eben... Mana Surge ist, by the way, das, was ich vorhin gesagt habe, da hat man so Prozentchance auf doppeltes Mana. Da steht jetzt halt eher Next Return und ja, blöd gelaufen. Was nehme ich denn... nehme ich das da. So, jetzt nimmt er sich. Oh Gott. Ja, aber ein extra Turn für mich. Genau. Also das war es eigentlich jetzt schon so groß an Erklärungsbedarf. Also kompliziert ist es nicht. Es ist halt, wenn man es jetzt so neu sieht, wahrscheinlich ein bisschen komisch noch. Und ja, aber nicht irgendwie super kompliziert. Ist halt im Endeffekt so... Ja, ich kann es jetzt schlecht sagen, weil ich nie solche Spiele gespielt habe eigentlich auf dem Handy. Also, ich habe mir sagen lassen, das ist so ähnlich wie Candy Crush Saga. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung, was Candy Crush Saga ist. Also, ich weiß nur, dass es irgendwie so auf dem Handy auch sowas mit Sachen matchen ist. Aber ich habe es selbst nie gespielt, deswegen kann ich das jetzt nicht wirklich bestätigen. Aber ich glaube, das stand jetzt sogar in einem Review zu dem Spiel, dass es so ähnlich sein soll. Und ja, genau. Critical Hit. Macht man mehr Schaden? Bei Critical Hit macht man 2 mehr Schaden und bei einer Extra Turn, also bei 4 Totenschädeln, macht man 1 Schaden mehr. Genau. So, man hat vorhin auch gesehen, das Level von dem Kerl war 38, ich bin 62, deswegen grasiere ich den relativ stark, da seine Helden vom Level her Level 7, Level 9, Level 2, meine sind Level 9, Level 7, Level 8, Level 62, wie gesagt. Deswegen hat er da nicht wirklich eine Chance, einfach nur weil meine Truppen schon 10-mal besser sind. Und jetzt rasiere ich hier nochmal seinen letzten da mit einem Ding. Also das war das mit einem 8 Schaden auf einen Gegner und gain 1 Soul. Zum Souls komme ich dann gleich nochmal. Genau. Und noch eine extra Turn. Wenn man übrigens wartet kurz, dann zeigt das Spiel an, was es empfehlen würde zu tun. Das würde ich aber nicht immer tun. Ein, was ist gut, es zeigt dir immer die Extra Turns an, wenn eine da ist. Also wenn man sich nicht selbst erkennt und sich nicht sicher ist, ist da jetzt eine, ist da jetzt keine, kann man auch einfach warten. Ich glaube, so 7-8 Sekunden dauert es, dann kommt diese Anzeige. Aber eigentlich sieht man die Extra Turns ziemlich offensichtlich. Manchmal sieht man sie nicht, weil sie irgendwie so am Rand sind und man sich halt voll jetzt gerade da oben drauf konzentriert hat, weil der da gerade irgendwie voll fett abgeräumt hat oder so. Dann kann es mal sein, dass man eine übersieht oder so. Aber... selbst wenn, ist das meistens jetzt nicht so ultra schlimm und da ist auch schon der Sieg. War jetzt ziemlich easy, wie schon gesagt, der Kerl hatte eigentlich keine Chance oder eben vom Level der so ultra low war. Aber ich bin ja auch Rang 15, da spiele ich halt gegen so Lowies. Da ich die
Woche halt noch nicht so wirklich krass gezockt habe. So, Diamond 2 bin ich mit meiner Gilde. Jetzt habe ich gerade aus Versehen auf den Desktop geklickt. Das ist auch so ein Makel. Wer das Spiel auch spielt und sich denkt, ja, was soll denn die Scheiße immer? Wenn ihr nicht wollt, dass es so und dann neu lädt sozusagen. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr einfach nur auf das Symbol klicken und es so minimieren, dann kommt das eben nicht. Ja, dann beendet aber die Aufnahme. Alles klar, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Also, wenn man auf den Desktop klickt, dann kommt der Ladebildschirm und die Aufnahme passiert nicht. Und wenn man es richtig minimiert, sodass nicht der Ladebildschirm kommt, beendet die Aufnahme. Cool. Naja, warum sollte ich jetzt auch auf den Desktop klicken? Das war mehr so ein Missklick. Sozusagen. Ich spiele übrigens im Fenstermodus, ist ja klar. Wie gesagt, ich zock's während anderen Games, deswegen kann ich es auch gar nicht im Vollbildmodus spielen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Vollbildmodus gibt. Ja, doch, tatsächlich gibt's. Naja, genau, was wollte ich jetzt noch sagen wegen den Seelen? Genau, hier oben seht ihr meine Seelen, 2100 habe ich gerade. Und hier seht ihr alle Truppen, die ich habe. Also die könnte ich theoretisch alle im Kampf benutzen. Sind einige, ich spiele jetzt auch schon eine Weile. Genau, und ja, das ist so, man kann sich die halt wie gesagt vor Battle aussuchen. Und man sieht jetzt hier Level 1, Level 5 sind manche da, Level 6. Ja, das sind halt Truppen, die habe ich schon mal verwendet, die habe ich schon mal hochgelevelt. Das Level levelt man mit Seelen. Hier zum Beispiel jetzt hier könnte ich Train für 25 Seelen, dann kriegt er ein Level ab und dann kriegen die eben mehr Stärkepunkte, mehr Lebenspunkte, mehr Rüstungspunkte, mehr Magic, also machen dann mehr Schaden mit ihren Fähigkeiten und solche Sachen. Und das kostet eben alles Seelen und später, Moment, ich kann es einmal kurz zeigen, hier bei dem da Level 8, da kostet das halt 270 Seelen, den zu leveln und das Maximallevel ist 15 aktuell. Es war mal 10, aber es wurde erhöht, da anscheinend 10 viel zu low war. Ist auch ziemlich low, also ich, wie gesagt, ich habe gerade 2000 Seelen, also ich könnte jetzt alle auf 15 machen theoretisch, alle auf 10 machen theoretisch und das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber mache ich nicht. Da ich warte, man hat es schon gesehen, ich habe hier 40 Chests, beziehungsweise 40 Schlüssel für diese Chests, ja, und die könnte ich jetzt alle öffnen, mache ich aber nicht, denn ich habe vor, so ein Special-Video mit 100 Keys zu machen, ja, dauert noch eine Weile, bis ich die gefarmt habe. Und, ja, da kriegt man die Truppen raus, jetzt, kommt einmal demonstriere ich es euch jetzt mit einem Key, und da kriegt man mal drei Truppen raus, aber mit den Iron Keys hat man halt nur wenig Chance. Oh, die hatte ich noch gar nicht tatsächlich. Die Transformers Selected Mana Color to Blue Gain to Souls. Ja, gut, das ist ziemlich scheiße. Ist ja auch nur rare. Kriegt man mal drei Truppen raus und sind natürlich alle Level 1 am Anfang. Gibt keine Truppe, die irgendwie schon Level 10 ist oder so, sowas gibt's nicht. Und was gibt's sonst noch sozusagen zu den Truppen? Man kann sie disenchanten, ne? Also wie bei Hearthstone. Also das Spiel ist sehr ähnlich mit Hearthstone, muss ich sagen. Also ich meine, klar, ein Hearthstone-Spieler sagt jetzt, was zum Teufel, das Spiel ist überhaupt nicht wie Hearthstone. Aber so vom Prinzip her schon, ja. Natürlich, das Spiel an sich ist komplett anders. Aber das Prinzip dieser Truppen ist so ähnlich wie bei Hearthstone. Man kann die jetzt auch entzaubern, kriegt dafür 10 Seelen, aber dann ist die weg. Ja? Und man kann hier zum Beispiel machen, Disenchant all extra copies of this troop und dann noch Disenchant all extra copies of all troops. Ja, und wenn man das macht, dann macht es halt alle extra Kopien weg, aber nicht alle einzelnen, wo ich jetzt habe. Also die einzelnen bleiben mir alle einmal und jetzt wurden halt alle, die ich doppelt hatte, entfernt. Ich habe gerade zwei gezogen, das waren jetzt zweimal zwei Fünfer, also zwei unseltene und die hat es jetzt mir halt pro Ding 5 Seelen gegeben und die sind halt jetzt weg, die doppelten. Genau. Gut, dann, es ist doch ganz schön viel zu erklären, muss ich jetzt sagen. Also eigentlich hatte ich vorher nur so ein paar Runden zu zocken. Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, so fett zum Game was zu erklären, wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Dann gibt es natürlich noch die Gilde, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir sind, also ich bin wie gesagt im Broken Ship, es ist eine ziemlich gute Gilde hier, League. Also das heißt ziemlich gute Gilde, ja, halt so eine Top 100 Gilde. Da bin ich halt vor einer ganzen Weile rein. Ich könnte auch schon in eine bessere gehen. Die würden mich wahrscheinlich auch nehmen. Aber ja, warum jetzt nicht in der Gilde bleiben? Ich habe da schon so viel Geld reingespendet. Hätte ich jetzt eigentlich keinen Bock, nochmal zu wechseln. Nicht, dass die anderen mich dann kicken. Weil ich bin nicht so aktiv im PvP. Und ja, jedenfalls, das sind so die Gilden hier. Show Top. Die haben zum Beispiel 31.000 Trophies. 31.795 ist gerade erster. In Virtual, Matchmasters, ClearNet und so weiter und so fort. Genau, und was bringt einem eine Gilde? Ja, das ist ganz entscheidend, das gibt nochmal einen zusätzlichen Bonus auf Mana Storage, das ist schon mit eingerechnet, aber man sieht hier,
auf alles plus 6 und auf Air plus 5. Ja, das ist schon ein ordentlicher Bonus auf Mana Surge. Das heißt, komm, ich bin in Steam nicht offline gegangen. Damn it. Naja, egal. Jedenfalls gibt es halt nochmal einen Bonus. Und je besser die Gilde ist, hat so Tasks zu erfüllen. Je mehr Leute in der Gilde sind, je mehr Leute spenden, desto besser ist die Gilde und desto besser ist man selbst auch, denn desto höher ist der Mana Surge, der Bonus. Und Mana Surge, wie gesagt, ist die Chance, doppeltes Mana zu bekommen und das ist ziemlich geil. Genau. Und da gibt es eben diese Coins, die man braucht, um diese Bonus hier aufzuleveln. Momentan haben wir 7. Wenn wir jetzt hier so eine Task mit 2 machen, sind wir kurz davor, die zu beenden. Dann können wir das, wie gesagt, wieder hochleveln. Da kann man eben so Gold spenden, so 500 spende ich jetzt mal. Und ja, das ist mit allen Gilden zusammen, also allen Gildenmitgliedern. Die spenden da alle rein und es kriegt jeder die Belohnung, die da angezeigt wird. Das heißt, wenn man jetzt insgesamt 13.000 spendet und es gibt manche Dinger, die kosten 20.000, kriegt jeder 5 Keys. Dann rechnet das mal 20. Es sind 100 Keys. 100 Keys würden 100.000 Gold kosten, aber so kosten sie nur 20.000 Gold und man bekommt auch noch Münzen, mit denen man Mana Surge erhöhen kann, was einfach nur richtig geil ist, ja. Also dieses Gildensystem ist super cool gemacht, muss ich sagen. Jeder spendet, jeder profitiert. Wer nicht spendet, wird rausgeworfen, ganz klar. Wir haben auch einige rausgeworfen, also momentan haben wir ein kleines Mitgliederflow. Also wer keine Gilde hat, unbedingt hier reingehen. Das Spiel ist übrigens Free-to-Play, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Kostenlos auf Steam runterladbar. Ja, kann natürlich gerne joinen, gut Low-Level, also jetzt Leute, die gerade angefangen haben, sollten vielleicht nicht reingehen, weil, ja, wenn man sich hier so die Level anschaut, 119, 115, 76, 101, hier bin sogar ich ein Lowy mit Stufe 62 und ich bin hier schon, und ich zock das Game eigentlich schon ziemlich lang. Genau, unser Lowst ist Level 40, ja, also vielleicht so Level 10 sollte sich vielleicht nicht bewerben, also beziehungsweise nicht reingehen. Ja, aber so alles ab 30, sage ich mal, kann schon joinen, müsst halt jeden Tag so 100 Gold spenden, man kriegt ziemlich viel, keine Sorge. Ich meine, ich habe 1700 gerade, also ich könnte Gold ohne Ende spenden. Und jo, zu den Keys noch kurz, kann man für 1000 Gold kaufen und dann gibt es noch Magic Keys, natürlich Free-to-Play-Spiel, man kann reincashen. Hier so diese Edelsteine kaufen und dann kann man sich eben hier Magic Keys holen für diese Edelsteine. Da ist die Chance höher, legendäre, ultra-rare, normale Rares zu bekommen. Also da kriegt man eigentlich keine normalen Truppen mehr, die kriegt man hauptsächlich in Iron Keys. Aber auch in Iron Keys bzw. Iron Treasures können legendäre drin sein. Ich habe schon eine gezogen, aber eine von 300 Keys oder so, also ist ziemlich gering die Chance. Und Gold kann man sich auch noch holen, hier. Customs kann man sich holen, die geben ein Prozentbonus auf Goldseelen. Sehen XP, Gold XP, hier auf alles, da auch auf alles, kosten halt ziemlich viel, je besser sie sind. Ich habe mir das hier geholt, das Archmage. Man sieht auch, ich habe 135 Gems, ich habe by the way nicht reingecashed, die sind alle von der Gilde. Hat sie ja, glaube ich, gesehen, ne? Ne, doch nicht. Ja. Momentan haben wir keine Quest, aber manchmal gibt es hier auch Diamanten für jedes Gildenmitglied. Und zwar sind es manchmal 7, manchmal 5. Ist ziemlich nice, man zahlt, ja, ich sag jetzt mal, ich zahle 5000 Gold und krieg 7 Diamanten oder so, ist ziemlich krass. Und ja, man kriegt eigentlich täglich Belohnungen durch die Gilde, wenn man in so einer großen aktiven Gilde drin ist. Und dann kann man sich dafür eben keinen Scheiß hier aus dem Shop holen, also es ist alles kostenlos theoretisch erspielbar. Dauert halt nur ziemlich lange, ja, braucht halt wie gesagt eine gute Gilde. Dann kann man sich hier einige Edelsteine verdienen und die dann eben ausgeben. Ich spare momentan, wie viel habe ich? 135, ne? Ja, ich wollte mir eigentlich das hier holen, 450, aber es dauert noch ewig, bis ich das mal habe, also ja, 220 bräuchte ich dann noch, das ist ziemlich viel, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Es sind halt nur 40 Keys und hier für Gold könnte ich mir halt für 240, das wären dann noch 105, die ich da bräuchte, Gems, könnte ich mir die holen, dann könnte ich mir 30 Iron Keys holen für fast die Hälfte von dem anderen Preis, also hier 450 für 40 und hier 240 für 30. Na, wie gesagt, mal schauen. Aber jedenfalls spare ich meine Keys weiterhin. Dann kommt eben so ein fettes Opening. Und ja, jetzt sind wir schon am Ende. Jetzt habe ich ewig viel gelabert. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so heftig ist. Ich habe sogar noch nicht mal ansatzweise alles erklärt. Also ich werde wahrscheinlich noch ein Part machen. Für ein Let's Play ist das Spiel auf jeden Fall nicht genug. Aber Let's Random können wir ab und zu mal eine Runde reinhauen. Könnt ihr mal schreiben, ob euch das Spiel gefällt. Ich finde es, wie gesagt, ganz lustig eigentlich.
Man sollte jetzt aber nicht denken, hier irgendwie, ich spiele das Spiel die ganze Zeit oder solche Spiele mag ich besonders gerne oder so. Das nicht. Ich finde, es ist kein Spiel, was man die ganze Zeit zocken kann. Zumindest finde ich das, ja. Ich bin auch kein großer Hearthstone-Fan gewesen. Ich habe es am Anfang ziemlich geil gefunden. Ist es auch. Es ist nicht schlecht, Hearthstone. Aber ich finde das neue Update richtig scheiße. Das neue Update hat es mir so versaut und deswegen spiele ich es nicht mehr. Das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das neue Update hat es richtig versaut, das Spiel, finde ich. Macht einfach keinen Spaß mehr. Die ganzen neuen Truppen und so, richtig behindert geworden. Und ja, jetzt habe ich jetzt so ein neues Zwischendurch-Game und das ist eben Games of War. Und wie schon gesagt, so ab und zu einfach mal zum Runterkommen, vielleicht so richtig fett auf die Fresse bekommen, LOL oder ein COD oder sonst was. Einfach mal so 10 Minuten, 2-3 Quests hier zocken oder so. Ist eigentlich ganz entspannend, muss ich sagen. Macht eigentlich schon ganz schön viel Bock. Jo. Ist übrigens erst am 20. November 2014 rausgekommen. Das heißt, das Spiel ist gerade mal 4 Monate alt. Das heißt, ist noch relativ neu. Genau. Da ich jetzt, wenn ich weiterlabe, ihr mich umbringen werdet, kommt morgen dann wahrscheinlich noch eine Folge davon. Ja? Oder wenn es euch gefällt, natürlich noch mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein bisschen Bock mal auf was anderes hat. Und eben so ein Zwischendurchspiel braucht oder sucht, dass er eben, wie gesagt, League of Legends Matchmaking, Champion Auswahl und sowas, kann man immer mal so kurz nebenbei zocken. Und das Schöne ist ja auch, da man immer gegen Computer spielt, ist es auch nicht schlimm, wenn man AFK ist, mitten in einem Ding. Also wenn jetzt Leute plötzlich Ladebildschirm 20 Sekunden sind oder 5 Sekunden oder so, ultra schnell alle geladen, manchmal dauert es auch ein paar Minuten, aber wenn zwar alle ultra schnell geladen sind, dann kannst du auch einfach aufhören. Ja? Also was heißt aufhören? Lässt das Spiel halt einfach offen. Wie gesagt, das mache ich immer. Und dann zockst du deine Runde LOL und dann kannst du einfach weitermachen. Mitten im Battle. Also du kannst da nicht irgendwie reported werden. Es gibt kein Timeout, es gibt keine Bombe, die platzt und du verlierst ein Leben oder sowas wie bei Hearthstone so ähnlich. Gibt's hier alles nicht. Hier kannst du AFK gehen, wann immer du willst. Genau. Jo, das war's. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn, ja, das jetzt nicht so negativ ankommt. Wenn es euch gar nicht gefällt, dann kommt natürlich nichts mehr hierzu. Das weiß ich nicht so genau. Ich habe auch lange überlegt, ob ich hier so ein Video machen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, komm, so schlimm werden es die schon nicht finden. Und jetzt denke ich mal, seid ihr nicht so krass drauf. Deswegen, ja, hoffe ich mal, euch gefällt das trotzdem zumindest ein bisschen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.